Ich bin Jenny, 23-jährig und Studentin. Ich lebe mit meinem Chihuahua Finn in der Nähe von Bern und bin ein Schmetterlingskind. Schmetterlingskind aus dem Grund, weil die Haut sinnbildlich so verletzlich ist wie die Flügel von einem Schmetterling. Es fehlt ein bestimmtes Kollagen bei diesem seltenen Gendefekt, das die Hautschichten zusammenhält. Deswegen entstehen Narben und ich habe ständig irgendwo Verletzungen und es können so wie die Schleimhaut betroffen sein. EB bestimmt eigentlich meinen ganzen Alltag. Schon wenn ich aufstehe, stelle ich mir so die ersten paar Fragen, wie kann ich die Augen überhaupt auftun, kann ich schlucken. Und dann muss ich mir zuerst mal mindestens 2 bis 3 Stunden Zeit einberechnen für die ganze Hautpflege. Da kommt die Spitex jeden Morgen. Und dann geht es weiter mit, was kann ich essen, was kann ich nicht essen. Ich würde sagen, so 80-90% über Sonde ernähren, weil die Speiseröhre verengt ist. Und dann muss ich für sehr viele alltägliche Sachen sehr viel mehr Zeit berechnen. Zum Beispiel Tür öffnen, Reissverschluss zutun etc. Das braucht einfach grosse Aufmerksamkeit oder auch Achtsamkeit. Und ich würde sagen, das ist schon für jedes Schmetterlingskind ist das Alltag, dass es muss aufpassen und jede Handlung planen. Was tut weh, was kann ich machen, wie weit kann ich gehen, was nimmt man vielleicht auch in Kauf, für mal einen tollen Tag im Europapark zu haben. Meines Erachtens gibt es 2 wichtige Sachen bezüglich EB. Einerseits, dass nicht alles sichtbar ist, nur ein Bruchteil davon. Man sieht zwar meine Verbände am Hals und meine Hände, aber was sonst noch alles unter den Kleidern ist, wie meine Speiseröhre aussieht oder wie es meinen Augen geht, das sieht man nicht. Und da wünsche ich mir sehr viel auch Verständnis oder Empathie, dass man da nachsichtig ist. Und andererseits aber auch, dass wenn man jemanden mit EB kennt, kennt man nicht EB, weil so wie alle Menschen auch sind wir Individuen, wo jeder seine eigene Form hat. Allgemein, das wünsche ich mir auch für alle Menschen, die immer noch ein bisschen Diskriminierung erfahren, dass es einen selbstverständlichen Umgang damit in der Gesellschaft gibt, dass es normal ist, dass wir nun mal alle unterschiedlich sind.